bin hier gerade im Schwarzwald unterwegs bei herrlichem Sonnenschein heute. Wer von euch war denn schon mal im Schwarzwald und was habt ihr hier unternommen? Wart ihr vielleicht wandern und habt Tourenvorschläge für mich? Dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare hinein. Ich bin ganz gespannt, was da kommt. Und ansonsten seht ihr das ja, ich stehe hier am Titisee. Es sieht schon richtig sommerlich aus. Ich würde am liebsten direkt reinspringen. Und hier starten wir jetzt auch. Marlene möchte am liebsten gleich hier bleiben. Ja, ich wollte es gerade sagen. Es wäre schön, oder? Hier so ein bisschen sonnen, ab und zu ins Wasser hüpfen. Ja, und einfach den Tag am See genießen. Hier übernachten wir übrigens. Jetzt gibt es eine kleine Roomtour. Tadada! Schön. Gemütlich, oder? Wir können uns hier aber nicht zu lange aufhalten. Wir haben nämlich ein straffes Programm vor uns. Also auf geht's! Alles klar. Das ist der Balkon, Felix. Wir sind jetzt hier bis zur Schattenmühle rausgefahren und starten jetzt mit einer Wanderung durch die Wutachschlucht. Und der Felix ist ja auch mit dabei, hinter der Kamera. Hallo Felix. Servus. Warst du schon mal im Schwarzwald unterwegs? Ja, zum Skifahren am Feldberg. Aber im Sommer auch noch nicht? Nein. Okay, dann schauen wir uns das gemeinsam mal an. Es geht jetzt nämlich vorbei, tiefer hinein in diese Wälder und dann an Wasserfällen vorbei. Wir lassen uns natürlich aber auch gute Aussichten nicht entgehen und schauen uns auch die eine oder andere urige Ortschaft an. Heute ist so warm, da freut man sich einfach, wenn hier überall so Erfrischung am Wegesrand ist. Hier kommen wir schon näher ans Wasser. Ich habe einen richtig gelben Zitronenfalter entdeckt. Ich komme kaum hinterher. Ja, der ist schneller als du, gell? Ich sehe ihn. Sehr idyllisch hier durch den Wald zu wandern. Es ist richtig schön, über dieses schmale Pfädchen immer so am Wasser entlang durch den Schatten hier durchzulaufen. Es ist eigentlich auch echt gemütlich. Also ihr müsst ein bisschen auf die Wurzeln aufpassen, aber es lässt sich richtig gut gehen. Überall muss man so kleine Wasserfälle kreuzen. So, Marlene, kleine Dusche. Ja, einmal kurz den Kopf mit runterhalten. Hier geht es jetzt direkt an dem steilen Felsen entlang und es ist sogar eine Drahtseilversicherung hier zum Festhalten da. Beeindruckend, wie hier so diese Felswände in die Höhe sprießen. Teilweise haben die eine Höhe von bis zu 170 Metern. Deswegen gilt ja die Wutachschlucht auch als größter Canyon Deutschlands. Es ist super schön, hier einfach so durchzulaufen und die verschiedenen Wege am Wasser zu entdecken. Es gibt auch ganz viele so Nebencanyons, deswegen habt ihr ganz viel Variation, was so das Wandern angeht. Und wenn ihr wirklich eine lange, lange Wanderung machen wollt, dann empfehle ich euch den Schluchtensteig. Das ist nämlich eine Mehrtageswanderung, da habt ihr 6 Tagesetappen hier einfach durch dieses wilde, ja fast urwaldähnliche Gelände durch. Sieht super schön aus, wie hier überall so Geranien an den Fenstern hängen. Das leuchtet alles so schön. Das Örtchen Menzenschwand und da sieht man auch so die typische Schwarzwaldarchitektur. Also es wird ganz viel mit Holz gearbeitet, es ist ganz viel aber auch so verziert, irgendwie so verzierte Fensterläden, verzierte Blumenkästen, alles so ein bisschen bilderbuchmäßig. Und man sieht auch sehr eindeutig die Dachkonstruktion, da ist nämlich die Giebelseite ja auch noch so abgesenkt, das ist ja auch sehr typisch für den Schwarzwald. Und hier in die Richtung soll es jetzt zu einem richtig schönen Wasserfall gehen.
unserer nächsten Wanderung sind wir jetzt noch am Heimatmuseum Resenhof vorbeigekommen. Und da können wir einen Blick ins Innere werfen, wie die Bevölkerung hier im Schwarzwald vor rund 200 Jahren gelebt hat. Dann starten wir in der Stube, dem Herzstück des Hauses. Hier hat sich vor allem im Winter immer das Leben abgespielt. Und dann geht es weiter in die Schlafkammer hinein. Eltern oder Großeltern haben dann hier geschlafen und vielleicht war auch das Baby mit dabei. Schau mal, da liegt sogar jemand. Und hier kommen wir in die Küche hinein. Kann man sich vorstellen, wie das hier früher aussah mit Feuerstelle und Essbereich. Dann kommen wir hier in den Stall. Hier war das Vieh untergebracht. Da sind noch ein paar Hühnchen. Und eine Kuh. Die kann man sogar melken, wenn sie umfüllt ist. Super spannend hier drin, mega coole Zeitreise, aber jetzt geht's wieder nach draußen. Wir wandern jetzt einen Teil der Turmsteige entlang. Und zwar führt die von Todtnau einmal hier rüber bis hierhin. Das sind insgesamt 21 Kilometer, die immer auf und ab über diese Hügel hinweggehen. Insgesamt sind es aber 1000 Höhenmeter, die ihr dabei bewältigen müsst. Also schon eine ganz schön ausgewachsene Wandertour. Und wir zeigen euch jetzt, wo man eine der besten Aussichten auf der Tour haben soll, nämlich hier am Hochkopfturm. Schau mal, da wird es jetzt richtig dunkel. Es geht tief in den Urwald hinein. Ja, aber mega schön, oder? Ich finde es immer voll geil, in so Wäldern unterwegs zu sein. Und gerade weil hier gerade nichts los ist, alles so ruhig und idyllisch. Super cool. Guck, guck. Ich genieße Aussicht. Ab geht's nach ganz oben. Noch nicht da. Die Tafeln sind hier versteckt. Wie so ein Schatz enthalten sie dann alle Informationen. Sind schon bekannte Berge entdeckt? Ich habe den Feldberg gefunden. Es lohnt sich hier rauf zu steigen, weil jetzt können wir auch mal alles überblicken, was wir eben nur so von unten durch die Wälder oder durch die Schluchten gesehen haben. Wir blicken richtig weit, da zum Beispiel zum Feldberg, dem höchsten Berg Baden-Württembergs. Es ist ja auch das höchste Mittelgebirge Deutschlands, der Schwarzwald. Deswegen haben wir hier noch einige Berge mehr, die 1000 Meter Marke überschreiten. Da geht es nämlich Richtung Schauinsland und da auf dieser Seite Richtung Belchen und Richtung Blauen. Und auf der anderen Seite des Aussichtspunktes blicken wir in Richtung Schweiz und könnten da hinten bei schönem Wetter die Schweizer Alpen am Horizont sehen. So, viel gesehen. Nun winkt der Einkehrschwung. Oh ja, ich freue mich auf Schwarzwälder Kirschtorte. Oh, ich mich auch. Kuchen ist bereit, ich auch. Ja. Wir müssen uns erst noch eine gute Aussicht suchen. Da ist die gute Aussicht vor dem eindrucksvollen Dom von St. Blasien. Da schmeckt die Schwarzwälder Kirschtorte doch erst richtig. Ich glaube auch. Das war's. St. Blasien ist jetzt die letzte Station auf unserem Trip durch den Hochschwarzwald. Und ich war zwar hier mal als ganz, ganz kleines Kind, aber es war einfach so schön, jetzt auch mal hier zu sein und das wirklich alles wahrzunehmen. Es ist alles super idyllisch. Es ist richtig cool, durch diese Wälder zu streifen und so diese Natur zu erleben. Und mir hat es richtig gut gefallen hier. Ich komme auf jeden Fall wieder. Es gibt so viele Wanderwege zu entdecken und natürlich leckere Schwarzwälder Kirschtorte zu essen, dass man das wahrscheinlich noch ein paar Mal sich angucken kann. Mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Gefällt mir unter diesem Video oder drückt sofort auf Abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und hier geht's zu den nächsten Videos. Bis dann! Einen guten Appetit. Danke. Endlich. Ich liebe Kirschen. Schmeckt richtig gut.